So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Spirit Tracks. Im letzten Part haben wir den Meerestempel so gut wie abgeschlossen. Wir müssen nur noch den Stempel finden. Da habe ich jetzt mal nachgeguckt, wo er ist. Und dann geht es noch an den Boss. Und den machen wir natürlich auch im heutigen Part noch. Dazu müssen wir wohl in den ersten Stock erstmal. Und hier gab es ja eine Wand mit Riss. Und ein bisschen daneben soll wohl noch etwas sein. Mal schauen, ob mich die Komplettlösung nicht angelogen hat oder ob hier nicht doch noch irgendwo was ist. Ja, war die hier? Ich weiß es nicht. Irgendwo angeblich soll hier noch eine sprengbare Wand sein. Aha. Ja, Symmetrie ist wichtig in Zelda, ne? Wichtig und richtig. Aha, hier. Stimmt, den Raum hatte ich auch gesucht. Den hatten wir ja gesehen im letzten Part, aber da haben wir noch nicht weiter gekonnt, weil wir halt noch nicht das passende Item hatten und so. Aber jetzt wissen wir's. Aha. Okay, da müssen wir auf jeden Fall erstmal einen Boomerang draufwerfen. Und dann ergibt das alles einen Sinn. Und da oben ist der Stempel. Habe ich recht? Stimmt's oder habe ich recht? Müsste ja so sein. Alles andere ergebe keinen Sinn. Na gut. Es ist ein fieser Stempel auf jeden Fall, weil man den nicht unbedingt so ahnt. Oder den kann man durchaus vergessen. Dass man auch diesen Raum entdeckt hat, finde ich. Das kann man durchaus vergessen. Na gut, aber es wird uns jetzt den Weg da frei machen und dann können wir hier in Ruhe da hinschlendern zum Stempel. Ah, wunderbar geklappt auch. Hat auch wunderbar geklappt. So, und nun ein Stempel für Nico. Sie möchte ich einen Stempel haben. 30.07. weiter hinten. Wie auch schon der letzte Stempel, den wir ergattern konnten. Ist zwar schon ein paar Parts her, aber es ist immer noch der gleiche Aufnahmetag. Na gut. Dann können wir uns jetzt gemächlich zum Boss machen. Ganz gemächlich. Das ist auch das heutige Ziel, der Boss. Und dann mal sehen, wie weit wir noch kommen. Ne? Town der Ghetto wird heute wahrscheinlich nicht nochmal angegangen. Wir werden wahrscheinlich zurückfahren dann noch. Aber den Turm der Götter grundsätzlich heute nicht. Ist erstmal Boss-Time angesagt. Mal gucken, wie ich mich dabei anstelle. Und dann sehen wir weiter, ne? Sehen wir weiter nach. So. Erstmal die Dornen hier entfernen. Das ist ja schon mal wichtig. Wichtig fürs Vorankommen. Ich mag auch die Peitsche als Item sehr gerne, muss ich ganz ehrlich gestehen. Na, wer ist der Boss? Oder was ist der Boss, besser gesagt? Ein Klippenmarathon oder was? Und da oben ist ein Octarok oder was bist du? Ein riesiger Octarok vielleicht? Ist es so? Ist dem so? Oder ist dem so nicht? Auf jeden Fall sollten wir uns nach da oben begeben. So oder so. Nach da oben begeben ist schon mal nicht das Verkehrteste, oder? Würde ich mal so behaupten. Ah ja, Kann ich ihn denn irgendwie attackieren mit der Peitsche? Ah ja, interessant. So funktioniert der also schon mal. Also zumindest schon mal seine Tentakel so anzugreifen. Funktioniert ganz gut. Muss dann nur richtig treffen. Sau. Du dumme Sau. So, triff sein Auge, wunderbar. Und weiter geht's hoch. Immer weiter hoch. Nie wieder bergab sozusagen. So, und dann, ja, ne? Dann erklärt sich das wohl von selbst. Oh nein, scheiße. Toll. Kommt das nochmal runter, bitte? Eventuell habe ich es gerade verkackt, dass der Boss uns hier, dass wir zum Boss können. Ja, aber dass man sich auch festhalten muss, das hat mich schon in den letzten Parts genervt. Habe ich schon öfter gesagt. Gut, ich darf jetzt zumindest mal loslassen mit einer Cutscene. Während der Boss tatsächlich vorgestellt wird. Aber das ist so ein Octo-Giftor-Parasit Toxibara. Wahrscheinlich der Bruder von Barinado oder so. Den man ja aus Ocarina of Time kennt. Was ich auf meinem alten Kanal damals Let's Played hat. Und was auch hier wahrscheinlich in der 3D-Variante irgendwann nochmal erscheinen wird. Irgendwann. Ist aber ein sehr dehnbarer Begriff. Also nagelt mich nicht drauf fest. Wie funktioniert der? Irgendwas mit der Peitsche wird gemacht werden müssen, ne? Ich werde jetzt einfach behaupten, ich ziehe ihm Dorn raus und schmeiße ihm ins Gesicht oder so.
Irgendwie sowas muss es ja sein. Erinnert mich auch fast ein bisschen an den letzten Boss von vom Phantom Hourglass, muss ich ganz ehrlich gestehen. Okay, und immer aufs Auge drauf natürlich. Das ist ja wohl das einzig Wahre. Immer aufs Auge drauf in Zelda, was anderes gibt es nicht. Hm, wo der Schwachpunkt wohl liegt. Wenn es nicht das Auge ist, dann sind es die Beine oder der Hintern. Wie der erste Boss. Da war es halt der Hintern. Na gut, aber an sich klares Konzept des Bosses. Nervt ein bisschen, aber das sollte uns nicht weiter aufhalten. Ja, sein Gift ist ein bisschen ätzend, aber es ist okay. So, immer wieder hin zu ihm. Ist auch verdammt hässlich, muss ich sagen. Also, ist keine Schönheit. Keine Schönheit, dieser Boss. Das auf jeden Fall schon mal nicht. Das kann man ausschließen, dass der eine Schönheit wird. Der wird nicht Germany's Next Topmodel. Und auch nicht Hyrule's Next Topmodel. Das kann er auch ganz klar ausschließen. Aber sag mir nicht, ich muss jetzt, während er hier auch rumblödet, das machen. Oh, aber ich muss wahrscheinlich, ja. Okay. Das wird ja ein Spaß. Das wird ein Spaß, du. Wenn ich jetzt, während der hier Scheiße macht, seine Tentakel rausreißen muss. Oh Gott. Na gut, aber auch das ist machbar. Auch das ist machbar. Na komm, langsam muss es auch mal genug haben. Langsam muss es auch mal genug eingesteckt haben, oder nicht? Na dann halt nicht. Ja, klatsch mich, ist okay. Peitsch mich aus mit deinen Ranken. Mit deinen Größen, Pranken, Ranken, wie auch immer. Einfach drauf da, auch dicht drauf. Ah, scheiße, nicht getroffen. Ah, Mensch. Ja, ich muss schneller sein. Ich hab's langsamer oder wie auch immer, mehr Geduld zeigen. Eins von beiden. Auf jeden Fall keine Schwäche zeigen. So viel steht fest. Okay, das hat gut geklappt. Das hat gut geklappt, muss ich ehrlich gestehen. Und da haben wir ihn auch schon. Das ging ja doch einfacher als gedacht. Es sei denn, er hat jetzt noch eine Phase. Aber scheint nicht so. Er scheint in sich zu zerfallen und den nächsten Kristall freizugeben oder Force-Kristall oder so. Auf jeden Fall, alles Paläi. Wunderbarer Boss. Hat Spaß gemacht. Doch, doch. Der Tempel auch in alles in allem, halt bis auf das Link sich manchmal da nicht so richtig festhalten wollte. Aber an sich ein sehr spaßiger Tempel. Auch der Boss war in Ordnung. War ein super Boss. Wie gesagt, ich mag die DS-Teile eigentlich echt gerne, weil die haben super Tempel. Und ich finde immer, Tempel sind außer in Breath of the Wild halt der wichtigste Bestandteil in Zelda. So. Und halt, wenn ein Spiel den Tempel verkackt, dann nicht so geile Tempel hat, dann ist schon wieder scheiße. Aber ich finde, die DS-Teile sind echt underrated oder zu Unrecht gehasst teilweise. Weil die meiner Meinung nach echt geile Tempel haben. Naja. Aber jeder wie er mag, ne? Auf jeden Fall wird der Schienennetz wieder sozusagen repariert oder hergestellt. Was ja schon mal ganz gut ist. Und ein Turm der Götter. Ein Weg zum Turm der Götter wird freigelegt und er wird weiterhin zusammengesetzt. Wir kommen in den nächsten Stock. Dürften nicht mehr allzu viele Stockwerke sein. Allzu viele Karten gibt es ja auch noch gar nicht mehr. Von daher, na mal gucken, ne? Na mal gucken, was das alles noch gibt hier. Aber der Turm der Götter wird doch sicherlich auch das Finale beherbergen, oder? Also ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich glaube schon. Also ich weiß, also man kann sich ja denken, wer der finale Boss ist. Nach dem Storyverlauf her. Und von daher, das wäre schwachsinnig, wenn er nicht am Turm der Götter wäre. Geschafft, Flo. Die Meerestafel leuchtet auf. Ja, Wunderbärchen. Ja, wunderbar. Die Schienen zum Turm der Götter sind wieder hergestellt. Unser wohlverdienter Herzcontainer, unser nächster. Fahren wir wieder zurück zum Turm der Götterfloh. Genau, machen wir auch gleich noch. Du hast deinen Herzcontainer halten, du bekommst dein Herz dazu, außerdem wird deine Energie aufgefüllt. Genau, zum Turm der Götter wollen wir natürlich auch wieder zurück. Muss ja sein, ne? Backtracking ist angesagt. Backtracking ist da, sozusagen. Nee, ist aber in Ordnung, ne? Fahren wir zurück. Lieber machen wir es so, da hatten wir am Anfang gleich einen spannenden Bosskampf. Und jetzt im Nachhinein können wir ganz entspannt zurückfahren. Ganz entspannt. Naja, gut.
Da würde ich sagen, fahren wir jetzt mal zum Dom der Gitter zurück. In der Hoffnung, dass wir hier auch gleich irgendwas Neues freilegen. Okay, wir sind auch aus welchen Gründen auch immer hier gelandet beim. Statt irgendwo anders. Aber es soll mir recht sein. Statt beim richtigen Turm der Götter. Wir sollten eigentlich auch mal bei Terry shoppen, ne? Weil wir müssen ja irgendwie noch Geld ausgeben für einen Herzcontainer bei Terry. Wird ein bisschen schwer, aber Terry kommt halt nie in meine Nähe und ich habe keine Lust extra zu Terry zu fahren, muss ich ehrlich gestehen, wenn ich nicht unbedingt was brauche. Müssen wir mal gucken, wie wir das später am Ende des Let's Plays machen, wenn wir da nicht alle Herzcontainer haben oder so. Wenn uns noch der Terry-Herzcontainer fehlen sollte. Wird dann doof sein, aber da muss ich dann mal in den sauren Apfel beißen und irgendwie sparen oder so. Naja, aber es wird hoffentlich, es wird schon werden. Bin da guter Dinge, dass wir hier nahezu 100% kriegen. Ich weiß noch nicht, ob ich wirklich die Lokteile mitmache. Eigentlich gehört es ja grundsätzlich dazu, aber ich muss sagen, die haben für uns eigentlich keinen Mehrwert so richtig. Das Tauschgeschäft und so abzuhandeln, das ist irgendwie, außer dass es halt ein paar mehr Leben für uns gibt, so für das Boot. Für die Lok meine ich. Aber grundsätzlich hat das sonst keinen Mehrwert für uns. Von daher überlege ich echt noch stark, ob wir das überhaupt machen. Können wir ja spontan entscheiden, ne? Ob ich darauf am Ende des Let's Plays dann noch Bock habe oder nicht, ist dann mir überlassen. Sagen wir es mal so, ne? Ist sowieso mir überlassen. Ob es mich interessieren würde, was ihr sagt. Wenn ich darauf keinen Bock habe, dann mache ich das nicht. Oh, da ist eine Hase. Den Hasen nehmen wir mit. Wenn wir ihn empfangen. Ich meine, es wird schon reichen, dass wir hier alle Hasen machen. In der Hoffnung, dass wir auch alle bekommen. Aber ich denke, dass wenn wir da alle Hasen machen, dann ist das schon sehr viel. Wenn wir da alle Hasenbelohnungen sammeln, das ist dann wie die Skulltula-Quest quasi. Ich glaube, es gibt auch an die 40, 50 Hasen. Naja, auf jeden Fall reichlich. Von daher würde ich sagen, müssen wir nicht unbedingt die Lokteile auch noch sammeln, wenn wir das einmal haben. Wenn es sich ergibt, dann sammle ich sie mit, aber sonst halt eher weniger. Es kommt ja auch darauf an, was Slimeback da für Sachen haben will und so, um die Schiffsteile zu bekommen. Meine Güte, nicht Schiffsteile, Zugteile. Ich bin immer noch im Phantom Hourglass, ihr merkt's, oder? Sowas von einem Phantom Hourglass Modus statt dem Spirit Tracks Modus, obwohl Phantom Hourglass mittlerweile auch schon wieder ein Jahr her ist. Kommt hier ein Gegner? Nee. Ist nur der. Ist nur der Sound vom Turm des Gottes, vom Turm der Götter. Na gut, sind wir aber auch gleich da. Ist doch schon mal ganz gut. Da hat Jean uns bestimmt mächtig was zu erzählen, oder auch nicht. Mal gucken. Da müssen wir ja doch mal im Turm der Götter gehen, sonst wäre der Part ein bisschen sehr kurz, oder? Schon, oder? Ein bisschen was mit dem Turm der Götter müssen wir dann doch noch erledigen. Hatte ich jetzt eigentlich gar nicht geplant. Aber wenn dem so ist, dann ist es halt so. Mal gucken. Vielleicht kommen wir auch noch durch. Na, mal gucken. Mal gucken, wie wir uns anstellen und wie der Stockwerk aufgebaut ist. Wenn die Schienen zum Meerestempel erneuert, China. Sehr gut, jetzt fehlt uns nur noch ein letzter Tempel. Dann könnt ihr bis zum Altar des Dämonenkönigs vordringen. Ist der letzte Tempel wieder in einem anderen Teil des Landes? Ja, der nächste Tempel ist an einem feurigen Berg, aber zuerst braucht ihr die nächste Gleistafel, um den Weg zum Tempel zu öffnen. Wir finden sie, komm, Flo. Ei, ei, ei. Und der nächste Abteil wartet auf uns sozusagen. Na gut, wenn ihr wollt. Wenn das so sein muss, dann muss es halt so sein. Ist jetzt halt so. Na gut. Dann mal auf nach oben, ganz nach oben. Immer weiter hoch, nie wieder bergab. Ich habe immer noch nicht ausprobiert, was damit auf sich hat. Damit auswählen können, auf welches Stockwerk wir wollen oder ob das einfach nichts bringt oder keine Ahnung. Wir gehen einfach zu Fuß, einfach weil es Stil hat, diese ewig lange Treppe hochzugehen und euch bestimmt ein bisschen schlecht wird, wenn wir das hochgehen. Aber das ist okay. Das ist okay. Solange es nicht wieder dunkel ist, bin ich auch eigentlich d'accord mit dem Turm der Götter. Ein neuer Raum, ich habe das Gefühl, dass etwas hier auf uns wartet. Und wir sind ja jetzt ans Kämpfen gewöhnt, oder? Na sicher. Du sagst es, sieh dich nur an, du bist ein richtiger Kämpfer geworden. Ich sowieso, du auch. Ah, ich sehe schon, hier sind die. Oh, nee. Die Viecher sind hier.
Ich hasse die Viecher. Die lassen nämlich immer Phantome zu uns porten. Beziehungsweise im anderen Teil haben sie immer ein neues Phantom spawnen lassen oder so, ne? Ja, okay. Aber das kriegen wir hin. Jetzt, wo wir wissen, dass die hier sind, gebe ich natürlich besonders Acht. Er hat die Peitsche noch ausgerüstet gehabt, das war doof. Das war jetzt doof. Aber gut, immerhin ist der Gegner weg, da oben. Und wir kommen unbeschadet an den Tropfen oder recht schnell an den Tropfen, das ist immerhin gut. Hier ist auch nur ein Phantom, das ist auch ganz gut. Sollte uns relativ wenig können an dieser Stelle. Ah, da ist da oben, der lungert da oben rum, okay. Gut zu wissen. Kann er hier hochkommen? Frage ich mich gerade. Ich glaube, er kann hier hochkommen. Von daher weichen wir ihn mal aus. Sicherheitshalber. Eigentlich gar nicht so verkehrt, dass der da ab und zu mal ein bisschen abgelenkt ist, ne? Der ist doch sehr böse platziert, teilweise. Aber ist okay noch bisher. Ist Soft halt? Nee. Okay. Okay, okay. Ja, da müssen wir auch irgendwas machen, ich sehe schon. Was, es steht noch in den Sternen, aber irgendwas werden wir machen müssen. Jedenfalls ziehen wir ihm mal das Schwert hier raus und geben es ihm. Weil, warum nicht? Ah ja, da unten ist jetzt eine Truhe gespawnt, ich sehe auch, wo das ist, das ist gut. Aber okay, die Viecher spawnen auch immer neu, okay, das heißt, wir müssen die rein theoretisch nicht ausschalten, weil es uns nicht so wahnsinnig viel bringt, würde ich mal behaupten. Aber in die Truhe will ich natürlich trotzdem. Doch, die hätte ich schon gern. Brauchen wir auch. Okay, aber grundsätzlich bringt es uns nicht so viel, diese komischen kleinen Helikopterviecher auszuschalten. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Dass ich da mich nicht um jeden quasi kümmern muss. Dass es Schwachsinn ist, sich um jeden versuchen, um jeden zu kümmern. Wäre doch sehr schwachsinnig. An dieser Stelle mal gesagt. Vielleicht wenn sie einen nerven, dann ja, aber sonst eher weniger. So, wo schwingen wir uns hier rüber? Wo? Aber die sehen uns von hier aus auch gar nicht, ne? Wenn wir über ihnen sind, sehen sie uns nicht. Okay, auch gut zu wissen. Auch gut zu wissen. Mensch, schwing dich doch richtig ran. Jüngchen, siehst das doch, wo hier was ist. Da bist du blind auf beiden Augen. Bist du blind auf beiden Augen oder einfach nur blöd? Ja, macht ruhig. Kommt das Phantom eh nicht hin, oder? Also ich wüsste nicht, wie er hier hinkommen soll. sagte er. In dem Moment stand das Phantom vor ihm. Ist okay, habe verstanden. Ich sage nie wieder, dass das Phantom irgendwo nicht hinkommen kann. Ja, ja, mach dir ruhig. Scheiße. Können mich festhalten, okay. Wusste ich auch nicht. Hätte ich aber wissen können, oder? Das war auch im Original, also im Phantom Hourglass auch schon so. Hätte ich also eigentlich wissen können. Naja, gut, wusste ich jetzt aber in dem Moment nicht. Würde auch ganz gerne. Wenn das denn geht. Hier mal das Feuerchen anzünden, weil ich glaube, das könnte uns was bringen, was Interessantes. Oder? Ich kenn's doch. Ich kenn doch das Spiel hier mittlerweile. Oder ich sag mal, ich kenn doch Zelda-Spiele. Du gehst mir nicht auf den Piss. Noch ein Schlüssel. Okay, den brauchen wir sicherlich auch. Ja, ist okay. Ich wollte eher an den Anfang. Von daher ist es okay. Ist eigentlich okay. So grundsätzlich erstmal. So, ist okay. Ein Turm darf jetzt nicht nerven, dann ist alles in Ordnung. Was macht dieser Weg hier? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was dieser Weg, was das hier gebracht hat, aber irgendwas Sinnvolles wird schon sein, hoffe ich.
Irgendwas Sinnvolles wird es hoffentlich sein. Oh, nervt mich nicht. Achso, er macht den Weg da frei, okay. Okidoki. Habe gesehen. Gesehen und kapiert. Ja, der ist jetzt halt ein bisschen nervig, aber das ist okay eigentlich. Ja, das Ding darf halt nicht nerven eigentlich. Oh, das Ding nervt aber. Tschüss. Mach du ruhig. Er hat mich verloren, oder? Nee, hat er nicht. Ja, aber das macht nicht das Ding auf. Macht es denn dann auf? Hä? Excuse me? Excuse me, ma'am? Peitsche? Ja, Danke auch. Wie komme ich an die große silberne, an die große weiße Kiste, frage ich mich gerade. Ach, hier ist auch noch was. Ich Idiot. Sollte ich vielleicht erstmal hier entlang gucken, wa? Vielleicht wird da deine Option, du. Na gut. Schauen wir doch erstmal hier entlang. Das sieht mir doch bedeutend wichtiger aus. Mal gucken. Also ich werde heute nicht mehr alles hier, denke ich, schaffen. Wir gucken mal, was wir schaffen. Ob wir schaffen wir und was nicht. Tropfen einsammeln wäre heute noch eine Option, oder? Wäre heute noch so das, was ich erreichen möchte. Ja, doch. Tropfen einzusammeln ist das, was ich heute noch erreichen möchte. Alles andere ist wirklich ein Bonus. Der kam mir ein bisschen sehr, sehr flott an. Flotter Otto. Sache ist, wie kommen wir da ran an den letzten Tropfen? Der Gegner besiegen ist es ja nicht. So wie es mir scheint, also es geht ja nicht. Ah, oder er darf mich gar nicht sehen, okay. Ah, der darf mich nicht sehen. Boah, ist aber schwer. Das ist nämlich ganz schön scheiße. Der mich gar nicht sehen darf. Oh, scheiße. Das ist natürlich frei hinter ihm, aber sonst... Ich sehe das Problem auf jeden Fall. Okay, da müssen wir mit dem Bumerang arbeiten. So viel steht fest. Müssen wir so was von mit Bumerang arbeiten. Und damit meine ich nicht den Instagram-Effekt. Okay. Der ist aber statisch, ne? Der ist statisch, das ist gut. Den können wir nämlich so entgehen. Der hier wiederum ist nicht statisch. Den müssen wir irgendwie... ist eigentlich in meinen Boomerang reinrennen fast schon. Oh, leck mich! Der muss in meinen Boomerang reinrennen, sonst wird das nichts. Okay, den Tropfen holen wir heute noch. Wenn wir den Tropfen haben, dann reicht's für heute. Wenn die jetzt beide da sind... Ach, scheiße. Sind natürlich nicht beide da geblieben, wo sie sollten. Jetzt haben wir den. Soweit alles klar. Muss er nur irgendwie rauskommen. Wie machen wir das? Ich hier eine Bombe setze? Interessiert ihn das dann? Auf jeden Fall guckt er sich mal um. Ja, ja. Doch, das interessiert ihn. Gut, gut, gut. Zamba. Wunderbar, da haben wir alle Tropfen. Heilige Kraft der Tropfen stecken in dein Schwert. Jetzt kannst du Phantome von hinten angreifen. Na gut. Dann greifen wir immer noch von hinten an und lassen Zelda eindringen. Und dann soll es das für den heutigen Part gewesen sein, würde ich behaupten. Diese Monster, sie heißen Teleport-Phantome. Ja, und?
Diese Monster hier sind Phantomaugen. Wenn ich ein Phantomauge anvisiere, kann ich mich dorthin teleportieren. Jetzt muss ich nicht mehr zu Fuß gehen, toll. Ach so, aha. Okay, das ist interessant. Gut, das will ich noch ausprobieren und dann danach beenden wir den Part. Das habe ich sonst nämlich sowas von vergessen. Ja, mach dir ruhig. Das kann mich hier eh nichts mehr stressen. Seht ihr, das Phantom, also kann der mich nicht stressen. Alles in Ordnung soweit. Ich sag, hier würde ich gerne noch reingehen. Dass er da mir den Weg mal frei macht. Ja, ja. Es ist interessant auf jeden Fall zu wissen. Da kann sie sich nämlich auf den Knopf stellen und ich komme noch an die Truhe ran. So wollen wir es haben. So ist es gewünscht. Und ein Goron-Skarabäus oder so. Na gut. Aber dann hoffe ich, dass euch dieser Part gefallen hat. Wenn so ist, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Ein Kommentar ist auch gern gesehen. Und um nichts zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dahin, Tschüssikowski, euer Flastivi. Bye bye.